Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Es ist einfach herrlich hier. Immer wieder kann ich das feststellen. Unsere wunderbare Abteikirche, der Wald, der See, die Natur, die Stille dieses Ortes. Hier kann einem die Herrlichkeit des Herrn begegnen. Und es gibt so viele wunderbare Orte auf dieser Welt, die durchlässig sind für diese Herrlichkeit. Und auch die Heilige Schrift betont an so vielen Stellen die Herrlichkeit des Herrn, so auch im Buch Ezechiel. Dann führte er mich zu einem der Tore, dem Tor, das im Osten lag. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam aus dem Osten heran. Wo begegnet euch die Herrlichkeit des Herrn? Hattet ihr heute eine solche Begegnung, einen Moment, wo das Herz aufging und ihr festgestellt habt, ja, hier ist Gott gegenwärtig, hier begegnet mir diese Herrlichkeit des Herrn? Es kommt nicht darauf an, in Jerusalem zu stehen oder in unserer Laacher Abteikirche. Wenn das offene Herz da ist, wenn wir unsere Antennen ausgefahren haben und offen sind für Gott, dann, davon bin ich überzeugt, kann uns überall und immer die Herrlichkeit des Herrn begegnen. Bleiben wir offen, halten wir Ausschau nach ihm und seien wir durchlässig für die Größe und die Herrlichkeit Gottes. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, immer wieder willst du die Sehnsucht in uns aktivieren, die Herrlichkeit deiner Größe zu erkennen, überall, wo wir still werden und wo wir offen sind für dich. Schenke uns jetzt den Strahl deiner Liebe in unser Herz hinein, damit wir offen bleiben, um deine Herrlichkeit auch jetzt und hier in dieser Stunde erkennen zu können. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.